Und vom Morden in den Konzentrationslagern? Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, ja. Von all den Gräueltaten, an denen deutsche Soldaten beteiligt waren. Aber er schwieg. Er sagte nichts. Gar nichts. Was hat er erlebt, der Vater, der schwieg? Hat er sich schuldig gemacht? Er auch. War er dabei in diesem griechischen Dorf, wo die gesamte Bevölkerung massakriert worden war? Und bis heute nicht gesühnt. Kein Wort der Entschuldigung, keine Entschädigung. Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche erklärte, wohl haben wir über lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregime seinen furchtbaren Ausdruck fand. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht prallender geliebt haben. What? Das war's. Das war's. Die Täter waren noch da. Überall in der Gesellschaft, an jeder Ecke. Sie bauten diese BRD auf als einen Rechtsstaat. Als hätte es diese jüngste Vergangenheit niemals gegeben. Richter, Staatsanwälte, Verwaltungsangestellte, Ärzte, ja, die eben noch diese Verbrechen begangen hatten. Oder wohlwollend geduldet oder vielleicht sogar geplant. Sie praktizierten einfach weiter, einfach so, als wäre nichts gewesen. Sie unterrichteten die neuen Studenten an den Universitäten. Ja, und die Polizisten hatten das Knüppel nicht verlernt, als es dann zu den Demonstrationen in Berlin kam und anderswo. Benno ohne Sorg wurde erschossen. Im Hinterhof aus nächster Nähe. Notwehr, natürlich Notwehr, was denn sonst Notwehr? Notwehr. Da war es soweit. Von jetzt an wird zurückgeschossen. Es war uns noch nicht vergönnt, nicht zu töten in dieser tötenden Welt. Du armes Kind, welch eine Illusion. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. »1848 war mein Gemahl Bürgermeister in Gützkow. Da kam es zu gewaltsamen Demonstrationen im ganzen Land. Auch mein Mann hatte von den aufgeregten Häfen der Bevölkerung viel Schlimmes zu erdulden. Mit Spießen und Spaten drangen sie in das Rathaus, setzten den gesamten Magistrat ab und trachteten ihm nach dem Leben.« Der Lärm und die aufgeregten Schreie des Pöbels drangen von der Straße hinauf in mein Wochenbett, wo ich ein Töchterchen gebar. Nach 2 Wochen wurde durch Militärgewalt die Altordnung wiederhergestellt. Es fielen nur 2 Schüsse. Dann war alles still.
Aber wir wurden in dem Städtchen nicht mehr froh und siedelten nach Greifswald über. Reaktionäre Bourgeois. Ja, was auch immer Sie darunter verstehen. Ich erlitt einen Zusammenbruch, verlor mein Kind und kam ins Rostocker Katharinenstift, wo ich bis zu meinem 54. Lebensjahr eingesperrt blieb. Wofür? Was für eine Schuld hatte ich auf mich geladen? Machen wir ein Experiment. Ich glaube an Gott. Ja? Nein? Oder? An den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ja? Nein? Oder? Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Nein, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, nein, oder? Seid ihr bereit für die große Apokalypse? Seid ihr bereit für den Tag des Herrn? Nein, ja, oder? Jetzt seid ihr sprachlos, ja? Wieso? Weil sie so respektlos sind.
Und was ist mit Ihnen, Gudrun? Was ist mit Ihrem Glauben? Ich bin Marxistin. Das alles hier findet doch überhaupt gar nicht statt. Das ist nur ein böser, ein wirklich blöder Traum, ein Albtraum. Und wenn doch, ich bin bereit fürs Gericht. Da kenne ich mich aus. Hier stehe ich und kann nicht anders. Bravo. Nur diesmal kannst du dich der Strafe nicht durch Selbstmord entziehen. Woher wissen Sie? Sie hat sich... Erhängt, ja. Sie hat sich erhängt. Mit Elektrokabeln am Fensterkreuz ihrer Zelle. Sie starb den Märtyrertod. Als wenn die Welt noch irgendwelche Säulenheilige nötig gehabt hätte. Dabei war sie nur zu feige, das zu ertragen, was sie verursacht hat. Was bedeutet schon lebenslänglich? Lächerliche 25 Jahre und kaum eine sitzt tatsächlich so lange. Ich war mehr als 20 Jahre im Kloster. Alvine mehr als 20 Jahre in zweifelhaften Nervenheilanstalten. Wir beide saßen unverschuldet. Aber du hast dich dem feige entzogen. Dieser lächerliche Luxus, eure sogenannte Isolationshaft, war auf Dauer nicht zu halten. In eine Wohngemeinschaft mit Andreas Bader und anderen auserwählten Kumpanen mit Farbfernseher, Plattenspieler, aktuellen Tageszeitungen und eine Kochzelle, wo ihr die Köstlichkeiten aufbereiten konntet, die euch eine an der Nase herumgeführte Öffentlichkeit freimütig spendierte. Zahnersatz für Gudrun Enslin. Stammheim. Schauderbesetztes Wort. Diese Untersuchungshaft war eine Farce. Und ihr habt euch aus dem Staub gemacht, als euch klar wurde, dass ihr diesen Luxus nicht länger genießen werden könnt. Das ist lächerlich. Ja, genau lächerlich. Ganz lächerlich und jämmerlich warst du. Du hättest dich in der dir verbleibenden Zeit auf Erden um das einzig Wichtige in deinem Leben kümmern können.